Willkommen bei meinem neuen Video. Wir haben ja in den letzten paar Wochen unsere Nintendo Switch kennen und lieben gelernt. Nur folgendes, manche von euch haben ja auch noch eine Wii U. Und dadurch, dass die Wii U 2012 am Markt gekommen ist, hat das Ding jetzt schon fast 5 Jahre am Buckel. Meine hat Grafikfehler gemacht und ich bin dann drauf gekommen durch Überhitzung, weil der Lüfter und die Lüftungsschlitze schon ein bisschen verstaubt waren. Ich habe dann nach einer Möglichkeit gesucht, das ohne zu öffnen, weil für die Nintendo braucht man leider solche Spezialwerkzeuge, so wie solche, ich nehme mal einen größeren, dass man in der Kamera sieht, sowas wie einen Kreuzschraubenzieher, allerdings nur mit 3 Flügeln. Diese Spezialwerkzeuge sind nicht überall zu bekommen und ziemlich teuer, wenn man sie irgendwo bekommt. Jetzt war meine Möglichkeit Druckluftspray. Und zwar, es reicht völlig aus, wenn ihr mit dem Druckluftspray so pulsmäßig die Lüftungsschlitze rundherum reinigt. Und beim Lüfter hinten, dadurch, wenn sich der Lüfter dreht, wird ein Strom induziert. Das heißt, ich stecke hier durch die Lüftungsschlitze einen kleinen Schraubenzieher und kann dann den Ventilator reinigen, dass er sich nicht dreht beim Reinigen. Hat gut funktioniert. Und dann ist mir aufgefallen, dass meine Wii U immer ihre Einstellungen vergessen hat. Das liegt daran, hier drinnen steckt eine CMOS-Batterie. Das ist eine CR2032, so eine 3 Volt Lithium-Batterie. Und die könnt ihr ganz leicht, ohne Spezialwerkzeug, selber tauschen. Ich zeige euch wie. Und zwar, ihr braucht nur einen kleinen Kreuzschraubenzieher, öffnet dann hier die Schraube, hier ganz einfach nur die Schraube öffnen, die ist nicht einmal fest zugeschraubt, so, warte. Wenn man das richtig macht, dann geht das gut, so, und dann kann man einfach diesen Halter hier herausziehen und dann die Batterie rausziehen. Ich habe jetzt schon eine frische Batterie drinnen. Wenn ihr sie reingibt, aufpassen bitte, dass der Pluspol unten ist und der Minuspol oben. Dann steckt ihr das wieder ganz einfach hinein. Hoppala. Das ist der Vorführeffekt. Dann steckt ihr das ganz einfach wieder hinein und schraubt zu. Und mir ist aufgefallen, wenn man den Batteriewechsel relativ flott macht, das heißt die Batterie tauscht, also rausnimmt, ohne dass die Wii U am Strom steckt, und man macht das flott, wenn man sich die Batterie dann vorbereitet, dass sie eben nicht alle Daten gleich wieder vergisst, die drauf gespeichert sind in der CMOS. Das ist ja nur Datum, Uhrzeit, ich glaube die Controller, die angemeldeten, merkt das sich. Ihr könnt dann bei der Gelegenheit, wenn ihr schon den Druckluftspray habt, auch die Anschlüsse etwas rausboosten. Ich würde aber euch nicht empfehlen, in das DVD-Laufwerk mit dem Druckluftspray hineinblasen. Ich habe das mit dem Kompressor gemacht, nur es hat ja nicht jeder einen Kompressor und darum empfehle ich euch, besorgt euch für Reinigungsarbeiten so einen Druckluftspray, kostet ein paar Euro, gibt es im örtlichen Baumarkt und macht immer wieder Sinn. Gut, das war's für heute.
Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende oder Woche, je nachdem, wann ihr das Video seht.